Liebe Leute, ich befinde mich gerade beim großen Kongress der Europäischen Volkspartei, wo der Spitzenkandidat für ganz Europa gewählt wird. Ich komme gerade vom Wählen. Ich habe für Manfred Weber gestimmt. Ich kenne ihn jetzt seit einem Jahr sehr gut als meinen Fraktionsvorsitzenden und schon länger auch als Freund Österreichs und als großen Europäer, der Europa voranbringen kann und als Kommissionspräsident voranbringen wird. Deshalb habe ich gerne diese Stimme abgegeben. Und ich starte diesen Videoblog heute hier auf YouTube. Es ist ein besonderer Tag, es ist der 25. Jahrestag für mich des Starts im weitesten Sinne meiner politischen Arbeit, weil ich genau heute vor 25 Jahren zur Schülerunion gekommen bin, die damals noch Union höherer Schüler geheißen hat. Ich war damals ganz frisch Klassensprecher in der ersten Klasse Handelsakademie und dann gab es Schritt für Schritt politische Arbeit. Zuerst Schülervertretung, ganz kurz danach im Juni 1994, am 12. Juni, war meine erste Kampagne eigentlich die für die Volksabstimmung zum Beitritt Österreichs. Heute sind wir bei der Europäischen Union und das ist natürlich viel besser, als wären wir das nicht. Insofern ist heute ein besonderer Tag für mich und mir ist wichtig, dich und euch auf dem Laufenden zu halten und ich denke, das geht mit diesem YouTube-Blog ganz gut. Es war ein spannender Kongress der Europäischen Volkspartei hier. Es ist jetzt eigentlich der Höhepunkt gerade im Laufen mit Reden von Manfred Weber und seinem Gegenkandidaten Alexander Stubb. Beides tolle Kandidaten, beides ganz wunderbar zu sehen, dass die Europäische Volkspartei tolle Persönlichkeiten hat für solche Positionen. Und auf dieser Basis bin ich gespannt aufs Wahlergebnis. Ich werde heute nach Hause reisen, habe am Abend schon einen ersten Vortrag über die Ergebnisse des EVP-Kongresses hier und dann morgen Nachmittag wieder und viele andere schöne Gespräche in Österreich am Freitag und das ganze Wochenende. Jetzt mal alles Liebe aus Helsinki. Vor 25 Jahren durfte ich beginnen, politische Arbeit zu machen. Sehr, sehr viel habe ich gelernt, politisch, aber auch menschlich, durchs Miteinander, durchs Gemeinschaftliche, durchs Engagement gemeinsam. Und man soll immer lernen und weiterdenken, weiterarbeiten. So auch hier und heute für Österreich in Europa und für ein Europa, das nach außen stark ist und nach innen mehr Freiheit möglich macht. Alles Liebe, bis bald in Österreich.